Ja, heute wieder Kreise und mehr Kreise, auch hier, wie ihr seht. Ja, ganz anders wieder kombiniert. Also es gibt unendliche Möglichkeiten. Kein Bild wird wie das andere. Und auch solche Reste, die ich da hatte, habe ich damit einbezogen. Und ja, diese Kombination gefällt mir auch total. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen und über einen Daumen hoch, ein Abo und oder einen netten Kommentar von euch freue ich mich wie immer sehr. Und jetzt geht's los. So, hier jetzt Kreise, 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 Kreise in Blau. Einfach nur in Blau gemalt. Mit Wasser dann wieder verdünnt. Und nochmal so ein helleres Blau. Da ist aber noch ein Teil von der Farbe von dem anderen Blau mit drin im Pinsel, also es ist nicht ganz so sauber ausgewaschen. Hier nochmal was Dunkleres dazwischen. Jo. Das ging jetzt ratzifatzi. Noch ein bisschen dunklere Farbe und fertig. Gut trocknen lassen. Hier seht ihr diese Kreise, die ich da habe. Die stand sich, also da habe ich etliche ausgestanzt und auch die Zwischenräume, die da entstehen. Seht ihr das, was dazwischen ist? Das kann man wunderbar, wunderbar hernehmen. Das werde ich auch hier in diesem Bild machen. Die Kreise an sich, ja, habe ich noch gar nicht so viel hergenommen, aber was da dazwischen war, das anders zusammengesetzt ist es doch klasse. Sieht einfach immer toll aus. Ja, hier probiere ich aus, wie es mir am besten gefällt. Und ja, macht es dann so lange, bis sich's gut anfühlt. So, hier ist es in dem Lila, aber das hat mir dann doch nicht so gefallen und ich finde, das passt dann doch viel, viel besser dazu. Ich habe da immer Zwischenräume gelassen. Das macht das Ganze lockerer und ich finde es viel interessanter. So. Ja, kann man so machen. Und jetzt hole ich euch noch mal näher her. Und beginne es jetzt aufzukleben. Also wenn ihr das nicht sehen wollt, dann spult einfach weiter vor. Wenn ihr das Geklebe nicht sehen wollt. Es ist ja letztendlich immer dasselbe. So wie ich es mir hintrapiert hatte oder habe, klebe ich mir das ganz einfach fest. Und da ja ich unten auch viele Rundungen habe, also diese Kreise habe, wollte ich die einfach wieder aufnehmen und damit integrieren. Und das war schon der richtige Gedanke. Wieder den Kleber wegmachen. Da sehen, dass es auch wirklich klebt. Hat schon was. Gefällt mir persönlich total. Und so kann man aus drei Teilen wieder einen Kreis machen. Und es ist total interessant. Man muss ja nicht immer zusammen aufkleben, dass es richtig ineinander läuft. Man kann es genauso gut andersrum machen oder etwas versetzt, wie ihr das vorne rechts seht. Passt auch total gut. So, reicht. Also, das ist jetzt, ja, das ist jetzt so viel, dass es passt. Mehr braucht es jetzt nicht. Und gut trocknen lassen. Und jetzt geht das Dudeln an. Wie immer umranden. Und hier seht ihr, wenn ihr den wasserfesten Feinliner, wenn ihr da
in hellere Stellen reinkommt und ihr wollt die weghaben, dann müsst ihr ganz schnell sein und etwas mit etwas Feuchtigkeit oder mit einem Babywipe kann man das abwischen und dann ist es auch gut. Aber nur am Anfang, wenn es mal angetrocknet ist, dann habt ihr keine Chance mehr. Also wasserfest heißt wasserfest, geht dann nicht mehr weg. Ja, da lasse ich euch jetzt wieder in Ruhe zusehen und schalte mich dann wieder später dazu.
So viel ist passiert. So manche Stelle sieht aus wie so eine Zitrone oder Orange. Also merkt euch das gut. Ganz einfach, solche Zitronen kann man damit machen, solche Scheiben. Wenn ihr das jetzt in Orange habt oder in Gelb, richtig knackig gelb, dann sieht es natürlich noch mal besser aus, finde ich. Aber auch das macht sich richtig gut. Kleine Punkte dürfen auch nicht fehlen. Mit dem Gold ist es natürlich auch kein Problem. Manche Stellen verbinde ich jetzt miteinander. Seht ihr? Mit so goldenen Stegen. Das ist nämlich auch nochmal eine gute Möglichkeit, dass das nicht so auseinandergepflückt aussieht. So, ich bin ja auch bei meinen Kugeln geblieben, auch in den weißen Stellen. Das passt recht gut, wie ich finde. Punkt, 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 Punkt. Herrlich, macht Spaß. Ja, und jetzt wieder der Rahmen. Wie ich schon oft gesagt habe, lasst den Uniballsieb aber gut trocknen, nicht dass er euch dann verwischt, wenn ihr da mit dem Lineal drüber geht. Ja, ich wünsche euch viel Spaß bei den Detailansichten und bis morgen. Tschüss!